Und hallo und willkommen zurück zu wie Sierra Clean Up Detail in einer neuen Aufnahme. Und ja, wir gucken mal, wo es hinführt. Jetzt die Gravity Drive haben wir in der letzten Episode ja fertig gemacht. Leider zu nur 99%, weil wir, ich glaube, durch die Explosion haben wir ein bisschen zu viel Sauerei gemacht und das war dann nicht so toll. Ein bisschen was haben wir noch, also das sind so die letzten Missionen hier. Die kenne ich, glaube ich, auch noch nicht alle, ne? Generalis, Evil Science. Ich glaube, Evil Science hat mir auch nichts tatsächlich. Zero G. Oh, Zero G könnte wieder interessant werden. Section 8. Rust Station East. Und Splatter Station ist die letzte. Dann sind wir schon bald durch, ne? Jetzt haben wir hier Hydroponic Hell. Das klingt schon mal nicht so toll. Die habe ich schon mal gehabt, glaube ich. Und das wird richtig übel, weil in den Blumen, glaube ich, ganz schön viel Sauerei ist. Und ja, gucken wir mal. 2 Stunden. Ich gehe mal davon aus, dass es länger dauern wird. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Und schauen mal, was der Auftrag ist, beziehungsweise wo wir hin müssen. So, gucken wir mal. Na, wenn man Tablet will, dann können wir das mal machen. Ich muss mal gerade die Maus dann auch wegnehmen. So. Das ist noch spaßig hier auf jeden Fall. So, okay, was haben wir? Hausmeister 28. Oh, sind ziemlich jung eigentlich, ne? Berufssanitärtechniker. Kurz jedoch bedauerlich die Umstände des Vorfalls an der Anlage. Was? Ist das richtig übersetzt? Das klingt eher so kurz geschnitten. Hat er das vernünftig gemacht? Na? Jetzt macht er das nicht mehr. Oh, das ist wieder der Vorführeffekt hier. Okay, nochmal. Ich hatte die Kamera auch schon vorbereitet. Das kommt wahrscheinlich, weil ich das abgebrochen habe. Okay. Das könnte passen. So, was haben wir hier? Jetzt hat er das wieder umgebastelt. Wieso? Kurz jedoch unglückliche die Umstände rund um den Vorfall in der Anlage für Hydroxylokon-Genetik. Sie müssen so diskret und effizient sein, wie es das Unternehmen verlangt. Stellen Sie sicher, dass sie mit Eile und Vorsicht arbeiten, um die während des Ausbruchs verursachten Schäden rückgängig zu machen. Seien Sie Vorsicht bei den gefährlichen Wesen. Der Anfang ist ein bisschen unglücklich. Was steht da? However, unfortunately, the circumstances surrounding the incident at the Hydroponic Genetics Facility. Wie auch immer sind die Umstände des Unglücks in der Hydroxylokon Genetics Einrichtung. Ja. Ich glaube, so kann man das übersetzen, ne? Das. Holst hier doch stiller. Wie auch immer, unglücklicherweise sind die Umstände. Nee, wie auch immer die unglücklichen Umstände da sind, würde ich sagen. So können wir das übersetzen. Bisschen komisch. Also das automatische Programm ist auch nicht so perfekt, genauso wie ich anscheinend hier. Aber naja. Gucken wir mal. Und der Rest war. So. Seien Sie vorsichtig bei den gefährlichen Materialien, denen Sie wahrscheinlich begegnen werden. Seltsamerweise sind sie giftiger als Ihr letzter Arbeitsbericht. Giftiger? Tatsache giftiger, ja, ist richtig. Okay. Na dann. Schauen wir mal. Wir machen erstmal auf. Das geht erstmal da rein. Ich kann mich daran noch erinnern, tatsächlich. Wir müssen hier auf jeden Fall die Ecke ein bisschen Platz schaffen. Wir haben alles hier tatsächlich. Und hier geht schon los. Da sind die Beutel wieder. Die machen wieder Sauerei. So. Rein damit. Wir müssen mal gucken, wo müssen denn die ganzen Sachen hin eigentlich hier? Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen Platz schaffen. Wir stellen das mal hier hin. Wir schmeißen gerade das weg, was wir wegschmeißen können. Und stellen die Sachen mal hier erstmal in die Ecke. Aber die stehen da nicht so im Weg. Wir müssen mal gucken, wo wir die hinstellen können. Wir müssen aber auch noch gleichzeitig ein bisschen Platz lassen, dass wir hier reinkommen. Okay. Ich würde sagen, ich nehme die Sachen erstmal so mit. Die Kiste lasse ich erstmal da stehen jetzt gerade. Das ist doch ganz schön viel Müll hier, muss ich zugeben. Hätte ich zwar alles da in den Kasten schmeißen können, aber ich nehme das mal so mit. Dann können wir den Kasten gleich drüben nehmen. Ich glaube, wir haben sehr viel Müll und sehr viel Gedöns in den hydroponischen Garten, also in den Beeten. Und ja, das könnte jetzt spaßig werden.
Was versetzt das nochmal auf die andere Seite? Hier so. Da ist auch ein bisschen Müll, okay. Es ist ziemlich ruhig hier, muss ich zugeben, ne? Wie in so einem, ja, wie im Garten halt, ne? Ich hoffe mal, wir kriegen das hin. Wir haben jetzt natürlich nichts mitgenommen bei uns aus der Butze, ne? Ja. Wir können das zumachen erstmal. So. Okay. Die beiden Sachen noch. Und dann gucken wir uns die ganze Geschichte gleich mal an. Ich glaube, einen müssen wir sowieso hier stehen lassen. Einen Korb. Beziehungsweise, Korb, vielleicht schon einen Behälter, weil da könnte noch mehr Mist rauskommen. Ich glaube, wir brauchen eine Menge Kisten. Also stelle ich die Kisten mal hier so in die Ecke. Wir brauchen eine Menge Wasser. Ich werde das mal ein bisschen vorbereiten. Das heißt, wir holen erstmal die Sachen hier raus. Und schauen mal, was wir so machen können. So. Oh, da geht's schon los. Da geht's schon los. Ich glaube, wir lassen ihn direkt stehen. Denn da kommt schon einiges zusammen hier. So. Okay, ich würde sagen, wir nehmen erstmal 4 Kisten mit, oder? Oh nein, oder auch nicht. Wir nehmen noch mehr Müll mit. Ich glaube, ich mache erstmal nicht sauber, so wie es aussieht hier, weil da kommt immer mehr raus. Komm, alle guten Dinge sind 3. Okay. Haben wir hingekriegt? Ich brauche noch mehr Kisten. Ich würde sagen, ich nehme noch 2 mit jetzt, weil da noch nichts rauskam. Machen wir 5. Okay, gut. Das funktioniert schon mal, das ist schon mal schön. Brauchen wir Wasser. Was ist jetzt, wenn die irgendwas gluggert? Oh, ich sehe schon, da ist noch mehr Mist. So. Okay, wir brauchen eine Menge Wasser. Ich stelle das mal alles hier hin. Ich würde sagen, ich mache auch erstmal 5 Stück, oder? Schön hinhauen. So diskret wie möglich sauber machen. Was heißt denn diskret? In dem Fall würde mich interessieren. Oh, okay. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an. Oh, ich sehe schon. Guck mal her, Kollege. Das Gute ist, der liegt hier gleich um die Ecke. Das ist doch nicht so schlimm. Dann können wir das direkt hier machen. So. Den Kleinkram muss ich vielleicht doch nochmal mitnehmen. So. Okay. Sauber machen. Hey, sauber machen. Okay, dann gib mir schon mal den ersten. Den ersten Behälter, dann machen wir die Eingeweide hier rein. Das klingt sehr, wie soll man sagen, zikadenmäßig. Das ist Manuel Wilkes. Okay, Manuel Wilkes. Ich leg dich erstmal hier hin. Oh. Oder auch daneben. So. Muss nur aufpassen, hier ist gefährlich. Das geht schon auf und ab hier. Ich sehe das ja schon. So. Da rein. Hier sauber. Wir müssen mal gucken. Hier drin könnte nämlich noch was liegen. Ich hoffe nicht. Wir müssen. Ah, wir müssen da oben auch noch sauber machen. Das wird ja spannend. Ich höre schon wieder Geräusche von Dingen. Okay, ich versuche mal alles mitzunehmen, was wir können erstmal, oder so viel wie möglich. Oh, guck mal hier, das ist das... Ich brauche Wasser direkt hier. Das sieht aus, als wäre das ein Zeichen, kann das sein? Ich nehme gleich mal weg hier, damit du hier nicht irgendwas machen kannst, hoffentlich. So. Wasser, 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 hier. Nehmen wir mit. Wir brauchen definitiv mehr Wasser. Das wird eindeutig ein wenig übler werden. Da wächst auch schon was. Komm hier. In klein. Das heißt, kleine Sachen müssen wir jetzt auch noch finden. Oh, Backe. Also klein und groß. Ah, ich sehe schon, da oben ist noch mehr. Da oben ist noch mehr. Da wächst aber nichts hier oben, oder? Nee, gut.
Hier wächst aber noch. Das heißt, wir müssen eigentlich alles, wo hier was wächst, abziehen. Das Problem ist aber eigentlich, die Pflanze selber bleibt ja bestehen. Das sind ja eine Art Früchte oder so, ne? Oder so, ich bin mir nicht sicher. Das ist nicht gerade optimal. Da liegt noch mehr. So, und da könnte auch noch was sein, aber da ich jetzt die ganzen Kisten davor gestellt habe, geht das jetzt gerade nicht. So, ich habe keine Ahnung. Jelly Beans hier auf jeden Fall in grün. Ich nehme noch mal einen mit. Ich weiß gar nicht, haben wir gar keine Musik hier, komischerweise. Bisschen Musik wäre, glaube ich, ganz nice. Da sind schon Kugeln, ich sehe schon. Und grünes Zeug, oh, das ist natürlich nicht so toll. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Lampe hier. Die machen Geräusche hier. Okay, wir brauchen eine Lampe. Nehmen wir direkt mit. Weil jetzt bestimmt Sachen, die wir nicht so sehen können. Da ist noch so ein Ding. Okay, wir nehmen die Dinger alle mit hier auf jeden Fall. Weg damit. Wow, okay, das ist riesig. Weg damit. Okay. Das sind Pflanzen, die hier nicht hingehören. Interessant. Ich habe mich schon gewundert. Das sind fleischfressende Pflanzen. So wie es aussieht. Okay. Ich hoffe, die machen... Komm schon. Wieder rein. Brennst du auch so? Oder muss ich dich... Ich da nicht weiter rein, ne? Ja, lass mal dich da so liegen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Status empty. Achso, wir müssen hier also auch... Oh, okay. Anscheinend auch wieder auffüllen, wieder. Schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Das kann auf jeden Fall einen Moment dauern. Okay, wir nehmen erstmal die ganzen Sachen, die offensichtlich sind, mit. Und wir müssen dann auf jeden Fall gucken... Das Blöde ist, es ist alles grün. Und grün auf grün kommt nicht gut. Hier, das sind auch noch fleischfressende Pflanzen, die müssen hier raus. Die sind, das ist eine Saat aufgegangen, die hier nicht aufgehen sollte, so wie es aussieht, oder? Fleischfressende... Krass, die wackelt sogar noch. Ich hoffe nur, die knuspert mich jetzt hier nicht an. Okay. Da sind noch mehr. Fleischfressende Pflanzen, krass. Hier liegen noch Kugeln, okay. Da müssen wir noch was reinpacken. Wir müssen auf jeden Fall alles checken dann. Aber hier müssen wir noch sauber machen. Das wird spaßig hier. Wir müssen das alles checken und sauber machen. Okay. Ich mach mal hier erst ein bisschen sauber. Wir müssen erst mal gucken, wo die Musik ist. Guck mal hier. Das sieht aus wie so ein Kreuz hier oder so, ne? Ich bin mir nicht sicher. Das kommt hier auch erstmal raus. Wir brauchen gleich noch einer mit. Noch eine Kiste. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, wir haben kriegen das eigentlich alles hier unter. Ich muss allerdings gucken, dass ich das irgendwie sauber kriege hier. Das wird auf jeden Fall mehr Wasser in Anspruch nehmen als gedacht. Oh, Backe. Das brauchen wir noch nicht checken. Also ich sehe schon so, dass hier verdammt viel ist, was wir hier wegmachen müssen. So. Rein damit. Jo, das kriegen wir alles vernünftig rein. Und dann auch vernünftig dekontaminiert. Oh Junge. Die Jungs, ich hoffe nur, die sind wieder komplett, wenn wir sie da reingeschmissen haben. Da kommt ganz schön was zusammen. So. Okay. Das wird eine Menge Material brauchen hier. Der ist voll, ne? Ne, geht noch, okay. Ich dachte, es geht nicht mehr, aber es scheint ja nur noch zu gehen. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Lampen haben. Der geht, glaube ich, nicht mehr, oder? Doch, geht noch. Wow, okay. Da geht ja mehr rein, als ich dachte. Ich dachte, der wäre voll. Ich
Gehen wir da noch so zwei, drei Sachen rein. Der ist voll, da geht nichts mehr, oder? Ein Fuß noch. Jetzt ist er definitiv voll. Okay, dann bringen wir das gleich mal weg hier. Das Wasser können wir gleich hinterher schmeißen. Und dann müssen wir gucken, ich muss doch irgendwo Musik sein. Ein wenig chillige Musik. Wäre doch ganz was Feines. So. Okay. Dekontaminiert erstmal. Musik habe ich bisher noch nicht gefunden hier, ne? Ich höre nur zirpende Grillen. Hier sind Kugeln, die nehmen wir direkt mit. Damit die hier nicht im Weg liegen. So. Und dann, würde ich sagen, schmeißen wir da drüben noch ein paar Sachen rein. Noch mehr oder nicht mehr? Nicht mehr, ne? Mist, jetzt bin ich durch was Grünes gelaufen. Durch was Grünes gelaufen. Ich wollte eigentlich ein bisschen sauber machen, damit wir hier besser durchkommen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht genau, wo unsere Musik ist, komischerweise hier. Oder haben wir jetzt diesmal keine Musik hier? Das wäre aber was. Und normalerweise war hier eigentlich immer Musik irgendwo, ne? Nur bisher habe ich nichts gefunden. So, da geht nichts mehr. Müssen wir den hier nehmen. Hat einer ganz schön versucht zu kämpfen, aber es hat nicht geklappt. So wie es aussieht. Das, was ich mir wundert, ist, hier liegen nur Arme und Beine und ein bisschen Gedärme. Aber mehr nicht. Der Rest ist irgendwie nicht da. Komischerweise. Noch ein bisschen was hier rein. Oh, ein bisschen vielleicht noch. Oh oh. Muss man da einstellen. Das Tablet lege ich mal hier in die Ecke. Das heißt, ich muss definitiv. Das war Dick Jaramat. Okay. Ich lege hier auch erstmal hier in die Ecke. So. Okay. Schmeißen wir. Oh, ich sehe schon. Das wird nichts. Wir müssen es wegbringen. Da kommt schon wieder was oben raus. Das wird schon ungeduldig, das Zeug hier. Dann bringen wir das direkt weg. Oh, drei Kisten kriegen wir auf jeden Fall schon voll. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gehofft, dass wir das in zwei reinkriegen, aber leider. Leider. Das ist zu viel. So, okay, dann nehmen wir den Wassereimer direkt mit hier. Der macht auch nichts mehr. Nehmen wir gleich einen neuen mit. So. Ist was rausgekommen? Nein, hoffentlich nicht. Komm mit, Kollege. So. Legen wir dich hier auf die Ecke. Und wir brauchen eine neue Kiste. Wir brauchen definitiv mehr Kisten. Also das kann ja weiter werden hier. So. Okay. Wasser. Dann haben wir die Hälfte haben wir jetzt weg hier. Hier haben wir die Überreste von Gek Somavasasi. Nee, Somasvasi. Somasvasi, okay. Legen wir da mal hin. Ich frage mich, wo der Rest von den Leuten ist irgendwie, weil das kann doch nicht alles sein. Das ist ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Ein bisschen wenig. So. Okay. Es ist auch zu ruhig hier irgendwie. Es wäre krass, wenn jetzt hier, ich weiß gar nicht mehr, wie ist das? Kennt ihr noch diese Tomaten? Das war eine Trickfilmserie, glaube ich, ne? Killer Tomatoes hieß es im Englischen, also Killer Tomaten. Im Deutschen. War auch eine abgefahrene Trickfilmserie, Anime-Serie? Ich glaube, Trickfilmserie war das. Würde ich jetzt pauschal mal behaupten, bin mir aber nicht sicher. Die war auch ziemlich abgefahren. Dr. Wolfbaum, okay. Der kommt auch hier mal hin. Noch ein Tablet, das legen wir auch mal hin. So, und dann noch hier die ganzen kleinen Reste. Ich sehe schon. Oh. Das ist nicht gut. Kriege ich noch den Kleinkram damit rein oder macht sie das Ding alles vom Acker? Das sind da dicke Shotgun-Shells hier. Uff. Guck mal, da liegt noch irgendwas anderes hier. Da ist so ein. Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen alienmäßig aus, aber ich habe die Befürchtung, das ist eine Killerpflanze gewesen, ne? Was haben die hier gezüchtet?
glaube, ich kriege das Zeug nicht weg. Gehen wir das noch rein? Okay, wir müssen es wegbringen. Das macht schon wieder. Das macht schon wieder Dance. Nein, hier geblieben. Hier geblieben, hier geblieben. Yes. Okay. Hab's geschafft. Alles safe. Oder nicht safe, da ist schon was runtergefallen. Okay. Nehmen wir dich direkt mit. Hier rüber. Ich sehe hier keine Musik, ne? Musik. Musik? Keine Musik. Musik. Nix. Gar nix. Ich glaube, wir müssen ohne Musik auskommen, so wie es aussieht. Krass, okay. Na gut. Dann müssen wir das so probieren. Na, das kann ja heiter werden jetzt hier. Eine ruhige. Eine ruhige Serie zum Entspannen. Naja, mehr zum Entspannen ich jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Wenn ich mir das so angucke. Andererseits schon irgendwie. Ich weiß nicht genau, das hat irgendwie was Entspannendes, ne? Dieses Sauermachen hier, auch wenn, naja, die Umstände nicht gerade sehr positiv sind, sag ich mal so. Ist das doch irgendwie ziemlich beruhigend. Und dadurch, dass jetzt hier gerade so zirpende Grille ist, ist das eigentlich ziemlich chillig. Ich bin auch gerade wieder, naja, nachts am Aufnehmen hier. Und, ja. So als Abschluss ist das eigentlich ganz nett. Ich hoffe nur, wir kriegen das gut hin. Je besser die Vorarbeit, desto weniger die Nacharbeit, oder wie war das? So, dahin. Okay. Die Fässer stellen wir mal hier vorne hin. Dann sehen wir direkt, können wir das so mitnehmen? Oder ist das... Oh. Ich muss es so mitnehmen. Okay, ist das ein grünes Monster? Das Monster aus dem Dschungel, oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, das ist wieder so riesig. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Kiste dafür, fürchte ich. Wir brauchen viel, viel mehr Kisten. Und ich brauche noch eine Lampe, damit ich hier die Ecken gucken kann. Ich lasse die Lampe da mal stehen. Denn, ja. Wir brauchen bestimmt noch einiges mehr an Lampe. Bei grün auf grün. So, mir fällt nur ein weißer Adler auf weißem Grund, oder wie war das, ne? Kriegen wir das hier rein? Jo. Nicht so geil. Das ist eine ziemlich große Kralle hier, muss ich zugeben. Wow, ist das schon voll? Aber ich bin schwach hier. Okay. Grün. Das ist... Oh, zu grün. Problem ist, sehe ich im Wasser wieder nicht, ob das geht oder nicht. So. Kriege ich das hier? Ich habe die Befürchtung, ich kriege das da gar nicht alles rein. Die Teile sind so riesig. Das passt da gar nicht alles rein. Den muss ich so mitnehmen, der ist zu groß. Der wird vielleicht in eine Kiste reinpassen, aber ist die Kiste schon wieder voll. Ich nehme gleich noch eine neue Kiste schon wieder mit. Denn wir brauchen alles, was wir kriegen können. So. Stellen wir den direkt hier hin. Machen noch ein bisschen sauber. Und dann gucken wir mal, ob ich hier noch was drauf kriege. Ne, das kriegen wir nicht da drauf. Dann hau das da rein. So. Das Schlangenmonster hätte ich jetzt beinahe gesagt hier. Das ist mal ein großer Fuß hier. Wow. Noch einer. Okay, wir haben jetzt gleich voll, ne? Ja, und das ist schon wieder voll. Man sieht es halt nicht. Das ist das Problem. Würde ich weiter hier rüberziehen. So. Du kommst nach vorne. Das würde ich dann wegräumen. Ich weiß zwar nicht genau wohin, aber irgendwohin auf jeden Fall. Deswegen stellen wir es jetzt mal hier hin. Kann ich hier noch ein bisschen sauber machen? So. Dann stelle ich da noch die Box hin, dass wir hier sozusagen aus den Ecken das alles rausnehmen, dass das alles im Gang steht. Dann sehen wir nämlich direkt, ah, da ist ja noch was. Dann kriegen wir das hoffentlich hin. Den Kollegen, kriege ich den hier noch irgendwo drauf? Jo. Da ist jetzt aber echt Schicht im Schlag. Kriege ich den Stachel noch irgendwo rein? Ne, ich glaube, der ist zu lang. Dann nehme ich den so mit.
Dann nehme ich den so mit. 2 Stunden. So. Bin mal gespannt, ob das hier noch in 2 Stunden hier. Ein Viertel haben wir jetzt schon fast wieder rum. Und, naja, wir haben nicht mal wirklich ein Viertel sauber gemacht, habe ich die Befürchtung. Was können wir hier eigentlich reinschmeißen, ne? Ja. So ein kleiner passt da rein. So ein großer wird schon wieder schwierig. Ah, ich sehe schon, hier sind überall Flecken. Oh, Backe. Ich bin schon wieder grün oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ich krieg die Flecken an, wenn ich die Flecken. Jetzt krieg ich sie weg. Oh, und ich mache wieder alles grün, weil es wieder grün ist. Na toll, das ist das Problem. Ich sehe es nicht. Ich kann mich nur auf mein Gehör verlassen. Und hoffen, dass ich hier nichts anditsche oder so. So. Okay, wir brauchen definitiv mehr Kisten. So. Und da geht's wieder los. Mehr Kleinkram. Ich glaube, die Kiste wird wieder voll werden, oder? Bestimmt. Müssen wir auf jeden Fall, bevor wir jede Aufnahme stoppen machen, nochmal sauber machen. So. Und damit. Ich nehme nochmal ein paar Kisten raus. Achso, war hier noch irgendwas? Warte mal. Was hier drinne? Nein? Gut. Dann stelle ich die Kisten hier mal direkt hin. 5 Stück wieder. Alles auffüllen sozusagen. Und dann können wir das gleich wieder mitnehmen. Wenn wir was wegbringen, gleich wieder mitnehmen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Jetzt können wir uns ein bisschen Zeit sparen. Wir müssen ja schließlich effizient sein, ne? Oder zumindest versuchen, effizient zu sein. So. Okay. Wie viel habe ich jetzt hier? Oh, Backe. Den Eimer habe ich fast nicht gesehen. 5? Jo, 5. Dann nehme ich den direkt mit, weil Wassereimer brauchen wir noch. Stell ich das mal hier hin. So. Und dann nehmen wir dich noch mit. Okay. Pflücken wir gleich raus. Wir müssen dann noch neue Sachen einpflanzen, aber das machen wir ganz zum Schluss dann. So, weg damit. Machen wir das Stück für Stück sauber. Medkit könnten wir eigentlich auch schon einsetzen hier. Dann machen wir das Stück für Stück zu. Andererseits will ich das eigentlich aufheben wir zum Schluss. Das wäre noch besser. Das ist dann sozusagen so die Abschlussarbeit. So. Das ist ja auch nicht so toll, ne? Pflanzt ein bisschen Gemüse an, willst was essen und dann isst dich das Gemüse nachher. Das wäre super optimal. So, hier ist noch ein Fleck, der muss auch noch weg. Noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus, oder? Ich sehe nur, dass es hier wieder grün sabbert. Es sabbert immer noch grün, okay. Dann ist der definitiv voll. Da liegt noch etwas rum, das kommt hier rein. Ich würde sagen, wir nehmen das mal mit, oder? Ist hier noch irgendwas? Ich sehe jetzt nicht, dass hier noch irgendwas ist. Ich höre noch was, aber ich hoffe mal, hier ist nichts. Vielleicht oben. Wir gucken hier mal. Hier können wir noch ein bisschen sauber machen. So. Okay, hatten wir noch irgendwas hier? Nee. Doch, nee, da war nichts mehr. Es sah so aus, dass da noch was ist. Nehme ich dich mit rüber. Kleinkram haben wir hier noch. So, wir nehmen das noch raus und stellen das auch mal hier drüben hin. So. Erstmal alles auf eine Seite. Denn wenn wir das auf einer... Na toll, ich habe schon gehört. Das auf einer Seite haben, ist es nicht ganz so schlimm. Tablet habe ich auch gehört hier irgendwo. Aber ich sehe keins. Hier ist schon wieder Sauerei. Wo ist denn das Tablet? Ich habe doch eins gehört hier. Bin ich jetzt blöde? Hm, merkwürdig. Hier, komm mal her, Pflanze. Hier, du kommst weg. Die scheinen aber nachdem die nichts gegessen, zu essen bekommen zu haben, sind die ein bisschen draufgegangen. Kann das sein? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, den nehme ich direkt mit. Stelle ich direkt hier um die Ecke. Mit. Haben wir die Ecke auch sauber. Okay. Na gut, wir kommen langsam voran im botanischen Garten. Nein, nicht zumachen. Muss da rein. So. Und ja,
Da schauen wir mal in der nächsten Episode noch rein, was wir noch mal müssen. Ich bringe noch ein paar Sachen weg hier, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.